Hallo, mein Name ist George Hobach. Willkommen zu meiner kleinen Vorlesung hier zum Thema, was ist eigentlich wirklich Einsteins zentrales Ergebnis seiner Arbeit gewesen? Was ist da wirklich das Revolutionärste? Und das ist, dass er entdeckt hat, dass lokale Symmetrie, Symmetrie meint Gleichheit, bedeutet Gleichheit, das grundlegende Prinzip in der Natur ist. Wie hat er das gemacht? Ganz einfach, Einstein hat aufgedeckt oder wissenschaftlich zeigen können, dass die lokalen Naturgesetze überall und zu jeder Zeit gleich sind. Und damit ist dann auch offensichtlich geworden, dass lokale Symmetrie im Universum, in der Natur das zentrale Prinzip ist. Und weil das so ist, wollte er auch zum Schluss sein Werk, sage ich mal, Invarianztheorie nennen. Invarianz bedeutet, es ändert sich etwas nicht und wenn sich etwas nicht ändert, bleibt alles gleich. Und was gleich bleibt, sind die Naturgesetze, die lokalen. Und das hat dann eben auch, wie Wissenschaftler heutzutage wissen, dazu geführt, dass man versteht, dass lokale Symmetrie zentral im Universum ist. Und ich möchte mal gleich zu Anfang ein Zitat vorlesen. Das stammt von zwei bekannten Physikern, Leon Lederman und Christopher Hill. Lederman war auch Nobelpreisträger. Und das ist aus ihrem Buch Symmetry and the Beautiful Universe, also Symmetrie und das schöne Universum. Und darin schreiben sie, warum es wichtig ist, dass sich jeder mit lokaler Symmetrie auseinandersetzen sollte. Also hier das Zitat: Die Perspektiven, die die Symmetrie bietet, wir müssen unbedingt versuchen, den nicht wissenschaftlich arbeitenden Mitgliedern der Gesellschaft, die durch demokratische Prozesse die endgültigen Entscheidungen treffen, ein besseres Verständnis der Schlüsselthemen zu vermitteln. Tatsächlich hängt unsere Zukunft davon ab. Und in dem Buch erklären sie dann auch noch, dass sich wirklich jeder mit lokaler Symmetrie vertraut machen soll. Also jeder heißt, man fängt im Kindergarten an und das geht dann durch die Schule hoch bis ins Berufsleben. Und heute will ich mal angucken, wie der kürzeste Code der Natur, genau das ist nämlich lokale Symmetrie, aber bevor wir da näher einsteigen, sollten wir uns nochmal dieses Prinzip der lokalen Symmetrie etwas anschauen. In der Mitte hier sieht man das Gleichheitszeichen und das sagt uns augenblicklich, dass lokale Symmetrie ein rein mathematisches Prinzip ist. Und ich habe diese beiden Magnete hier links und rechts vom Gleichheitszeichen angebracht, um einfach mal zu verdeuten, die sind identisch, die sind gleich und die sind damit auch symmetrisch. Und Gleichheit ist wirklich der erste Level. Der oberste Level von lokaler Symmetrie, der gibt Stabilität. Gleichheit ist raum- und zeitunabhängig, weil, wie der Name schon sagt, es ist egal, wo ich bin oder wie viel Uhr es ist. Gleichheit ist genau das, immer gleich. Und weil das ein mathematisches Prinzip ist, kann ich natürlich diese beiden Magnete hier auch beziffern, mit der erste und der zweite. Weil es eben mathematisch ist, kann ich die materiellen Objekte dann entfernen. Und dann habe ich hier diese rein mathematische Gleichung, der erste ist gleich dem zweiten und dies öffnet uns dann auch den Blick auf die zweite Ebene von lokaler Symmetrie und das ist die Ebene einer dynamischen Beziehung. Das ist der Action Level, ganz einfach, weil man diese Zahlen aufeinander beziehen kann. Jetzt ist das natürlich sehr abstrakt und sehr kurz und vielleicht bedeutet das dann auch am Anfang relativ wenig, aber man kann sich ja vorstellen, das ist ein zentrales Prinzip in der Natur. So, da muss ja zwangsweise sehr viel Datenkompression mit involviert sein. Also müssen wir gucken, wie wir diesen shortest Code, diesen kurzen Code wieder öffnen können, damit wir ihn lesen und damit er Sinn macht. Und das geht auch. Wir können Eigenschaften aus dieser Struktur ableiten. Diese Eigenschaften sind in die Struktur einkodiert. Und die hat ja, wie man sieht, eine sehr klare Sequenz 1, 2, also eine klare Ordnung. Man kann davon ausgehen, dass diese Eigenschaften, die Information, die da drin steckt, auch dann wirklich logisch und zusammenhängend erfasst ist. Also wie man diese Eigenschaften ableitet, ist ganz einfach. Das sagt uns dieses Prinzip schon, man bezieht die Zahlen aufeinander. Also beziehen wir mal Nummer 1 auf Nummer 2. Da werden wir feststellen, dass Nummer 1 die kleinste Zahl ist. Nummer 1 die kleinste ganzheitliche Zahl, also repräsentiert sie auch das Konzept oder die Idee des Kleinseins. Klein heißt auch immer lokal, weil man beschränkt ist auf ein
kleinen Raum. Und damit wird auch schon wieder klar, warum Symmetrie lokal ist. Eben weil hier aus dieser Ordnung, aus dieser Sequenz hervorgeht, das ist die erste Stelle und die sagt klein, also lokal. Also müssen wir auch sicherstellen, dass diese Definition in dem Begriff, in dem Konzept Symmetrie vorhanden ist. Damit wird auch ersichtlich, warum die Naturgesetze grundsätzlich lokal sind, denn auch die Naturgesetze sind Beziehungskonzepte. So, dann können wir mal weitermachen, Eigenschaften abzuleiten. Also wir wissen, Nummer 1 Eigenschaftsraum, Number 1 Property Space auf Englisch, Nummer 1 Eigenschaftsraum beinhaltet klein, lokal. Von klein kommt man dann auch schnell zu dem Begriff der Konzentration. Konzentration führt uns dann zu der Idee der Einheit. Und wenn wir das mal mathematisch zusammenfassen wollen, können wir den Begriff des Zusammenaddiertseins benutzen. Englisch ist immer leichter, added up. Ja, das ist sozusagen mal die mathematische Zusammenfassung für diesen Nummer 1 Eigenschaftsraum. Wenn wir dann rübergehen zu Nummer 2, dann beziehen wir die Nummer 2 wieder auf die 1. Und stellen fest, die Nummer 2 ist die größere Zahl. Größer ist das Additionale in mathematischer Form. Das Additionale oder das Zusätzliche, das Additative, kann man auch sagen, hat keine Grenze und damit beinhaltet es auch die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit selbst ist offen, wie die Zukunft oder auch wie etwas Mysteriöses oder Geheimnisvolles, weil man eben auf Unendlichkeit keine Zahl setzen kann. Man kann es nicht beziffern. Umgangssprachlich kann man diesen Begriff des Additionalen mit dem Wort mehr übersetzen. Wir alle kennen das Wort. Wir wollen mehr, was weiß ich, von allem, mehr Follower auf Social Media und so weiter. Aber Scherz beiseite, mehr heißt einfach auch, dass sich da etwas tut und damit repräsentiert mehr den Begriff der Energie. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Wenn Sie Arbeit verrichten, machen Sie halt mehr. Ne? Und man macht mehr immer in Bezug auf einen Widerstand. Und der Widerstand kommt hier aus diesem Nummer 1 Eigenschaftsraum. Das ist dieses Zusammenaddiertsein, das will sich nicht bewegen. Hier Nummer 2 Eigenschaftsraum hat den Begriff der Energie. Da ist die Dynamik dann drin. Und mehr bedeutet auch, dass man zählen kann. Ein Stift, noch ein Stift und noch ein Stift, das ist dann 1, 2, 3. Das ist auch ganz einfach und Energie bedeutet eben auch Kreativität, weil man Dinge machen kann. Weil jetzt aber dieser Nummer 2 Eigenschaftsraum der Teil der Gleichung ist, der sich zurückbezieht zum Anfang, zur Nummer 1, steht hier eben auch der Begriff des Rückbezuges oder mathematisch ausgedrückt die Idee des Zusammenaddierens. Und dann haben wir schon ganz nett Begriffe, es sind an sich ja nur, wenn man so will, vier Dimensionen und die Begriffe sind auch nicht so viel. In vorhergehenden Talks habe ich darauf hingewiesen und erklärt, wie man daraus zum Beispiel dann die Raumzeit macht oder die Gesetze der Quantenmechanik oder Gravitation. Kann man alles mal angucken, ist natürlich noch auf Englisch. Was nochmal wichtig ist, ist, dass man versteht, dass hier Unendlichkeit steht. Unendlichkeit ist alles. Aber die Struktur erzählt uns, dass man diese Unendlichkeit auch zurückbinden kann in dieses Konzept der Einheit. Und wenn man dann maximale Einheit hat, das ist so wie hier diese weiße Fläche, dann sieht man keine Unterschiede mehr. Und auf der tiefsten Ebene heißt es dann, wenn man keine Unterschiede mehr sieht, sieht man nichts. Und in der Natur ist das dann, wie Physiker uns sagen, das Vakuum oder der leere Raum. Oder wie gesagt, einfach das Nichts. Und das sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten. Und dann können wir uns jetzt zum Anfang noch ein Zitat anschauen. Das ist auch von einem bekannten Physiker, John Archibald Wheeler. Und das kommt von seinem Vortrag Information Physics, Quantum, the Search for Links, nicht Information Physik. Und das Quantum, wo sind da die Verbindungen? Und er sagt da, ich zitiere jetzt auf Deutsch, etwas aus einem Bit, es symbolisiert die Idee, dass jedes Element der physischen Welt im Grunde in den meisten Fällen auf einer sehr tiefen Grundebene eine immaterielle Quelle und Erklärung hat. Kurz gesagt,
dass alle physischen Dinge informationstheoretischen Ursprungs sind und dies ein partizipatives Universum ist. Okay, was hat uns Wieler jetzt gesagt? Also wir haben vorhin schon mal festgestellt, dass man lokale Symmetrie so verstehen kann, dass nichts mehr da ist. Und er sagt ja auch, die materiellen Dinge haben eine immaterielle Quelle und Erklärung. Und dann spricht er vom Bit als Grundlage von allem. Das Bit ist sozusagen die Kerndefinition von Information. Das Bit ist eine Einheit und besteht aus zwei Bit-Values, also zwei Bit-Werten. Und das ist auch genau das, was uns die lokale Symmetrie zeigt. Sie hat diese zwei Werte hier, diese zwei Eigenschaftsräume, und die sind durch das Gleichzeichen integriert in eine Einheit, in eine Ganzheitlichkeit. Und wir haben ja gesehen, dass die sich auf der tiefsten Ebene als das Nichts verstehen kann. Deshalb können wir auch nachvollziehen, warum Wieler sagt, dass das, was wir materiell sehen, eben auf Information aufbaut, auf dem grundlegenden Bit, dem Urbit, und dass sich das als Nichts verstehen kann. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Einstieg. Und in gleicher Weise möchte ich da noch einen weiteren Physiker und Nobelpreisträger zitieren. Das ist Anton Zeilinger aus Österreich. Er hat ein Buch geschrieben, Einsteins Spuk, und darin sagt Anton Zeilinger Folgendes: Information ist der fundamentale Baustein des Universums. Und das haben wir ja gerade besprochen, dass lokale Symmetrie der kürzeste Code der Natur ist, und das ist auch sozusagen die Urdefinition des Urbit. Ist alles das Gleiche. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal in dem nächsten Schritt, also lokale Symmetrieeigenschaften von Information an. Und da will ich mal anfangen mit dem Buchstaben H. Der Buchstabe H, der symbolisiert in der Physik die kleinste konstante Energieeinheit. Und Energie bedeutet hier kinetische Energie. Und kinetische Energie ist eigentlich nichts anderes als Bewegung. Und diese Bewegung, die kommt hier aus diesem Nummer 2 Eigenschaftsraum. Und das Prinzip dieses Quantums, dafür steht H, das hat der Physiker Max Planck eingeführt. Das Prinzip des Quantums kommt aus diesem Nummer 1 Eigenschaftsraum mit dem Prinzip der Einheit. Wir haben eine Einheit von Energie und diese Einheit ist klein. Und das ist ja auch das, was dieses H ausmacht, H auf Englisch. H ist konstant, konstant heißt gleich, gleich heißt symmetrisch. H ist die kleinste Energieeinheit, sie definiert also somit das Konzept von Kleinsein, also von Lokalsein. Und damit wissen wir schon mal, dass H lokale Symmetrie repräsentiert. Und das ist eine Sache, die man sich einfach mal im Kopf behalten sollte. Und weil H wirklich das Prinzip Einheit, der Einheit, darstellt, kann man H auch nur in ganzzahligen, vielfachen Einheiten wiederfinden. Also H ist einmal H, dann gibt es zweimal H oder dreimal H, aber es gibt eben nicht eineinhalb H, nicht? Es gibt keine solche Bruchstücke davon. Warum? Hier die Natur sagt, wir haben das Prinzip der Einheit mal, und das hat sich hier umgesetzt. Also das ist was, was man auf jeden Fall sich mal im Bewusstsein halten sollte. Dann das nächste. Die nächsten Voraussetzungen, die man sich vergegenwärtigen sollte, wenn man über den kürzesten Code der Natur spricht, also lokale Symmetrie, das ist hier, wir brauchen eine mathematische Struktur, und die soll bewusste Erfahrung darstellen, unflexible Intelligenz. Das ist jetzt nicht von mir, sondern von einem anderen sehr bekannten Physiker und Nobelpreisträger, Frank Wilczek. Und das ist von, ich zitiere ihn jetzt dann aus seinem Buch The Lightness of Being, also die Leichtigkeit des Seins. Und darin sagt er, die ultimative Herausforderung bei etwas aus den Bits besteht darin, mathematische Strukturen zu finden, die bewusste Erfahrung und flexible Intelligenz widerspiegeln. Mit einem Wort, ein denkender Computer. So, jetzt haben wir ja eigentlich gerade mal besprochen vorhin, dass
lokale Symmetrie ein Beziehungsmuster ist. Wir haben einen Nummer 1 Eigenschaftsraum und der bezieht sich auf den Nummer 2 Eigenschaftsraum und Nummer 2 bezieht sich auf 1. Das heißt, diese beiden Teile hier aufgrund dieses Gleichheitszeichens sind sich bewusst, sie wissen voneinander. Das Gleichheitszeichen vereint diese beiden Teile in eine Ganzheit. Das heißt, diese Ganzheit hat Selbstbewusstsein, also sie ist bewusst. Und damit haben wir eben diese grundlegende mathematische Struktur, dank Einstein, der hat die uns aufgezeigt. Und diese können wir dann wirklich auch als Bewusstsein verstehen, als eine bewusste Erfahrung. Jetzt soll das auch noch flexible Intelligenz sein, also nicht nur starr. Wir haben ja hier den ersten Level, das ist die Gleichheit, der gibt uns Stabilität, deshalb ist es raum- und zeitunabhängig. Aber wir haben hier auch diesen Action-Level, nicht? Diesen Level der Aktion. Das ist die zweite Ebene, die ist darunter. Und wir können sehen, dass diese Intelligenz in ihrer Zeitlosigkeit eben auch flexibel ist, weil sie diese beiden Teile hat und die kann sie miteinander kombinieren. Sie kann interagieren, kommunizieren und kreativ werden und etwas erschaffen. Also wir haben hier diese beiden Voraussetzungen, die Frank Wilczek aufstellt, erfüllt. Jetzt gehen wir zum nächsten Voraussetzungspaar und das ist, dass wir Einfachheit brauchen und Verallgemeinerung. Und da möchte ich wieder jemanden zitieren, das ist ein oder war ein sehr bekannter Mathematiker, ein Zeitgenosse von Einstein. Er ist Franzose und heißt Henri Poincaré und ich zitiere jetzt aus seinem Buch Science and Hypothesis, auf Deutsch Wissenschaft und Hypothese oder Hypothesen. Und darin sagt er, wir müssen irgendwo anhalten. Und damit Wissenschaft möglich ist, müssen wir dort anhalten, wo wir Einfachheit gefunden haben. Das ist die einzige Grundlage, auf der wir das Gebäude unserer Verallgemeinerung errichten können. Und das haben wir ja genau hier mit unserer wunderbaren lokalen Symmetrie. Dieses Prinzip ist eine Einheit, es ist damit einfach, einfacher geht es nicht, weil Einheit ist genau das. Aber diese Einfachheit beinhaltet eben auch Unendlichkeit. Und das ermöglicht dann der lokalen Symmetrie eine Verallgemeinerung, weil sie alles beinhaltet, eine Verallgemeinerung der Natur zu sein, also die Grundlage oder das höchste Prinzip. Je nachdem, wie man das sehen will, Natur ist immer der Kosmos. Also da haben wir diese beiden Aspekte, die Poincaré nennt, dass die wichtig sind. Und er sagt zum Beispiel mit Bezug auf Unendlichkeit, auch aus dem Buch, die Idee der mathematischen Unendlichkeit spielt bereits eine vorherrschende Rolle und ohne sie gäbe es überhaupt keine Wissenschaft, weil es nichts Allgemeines gäbe. Das ist genau das, was ich gesagt habe, also die lokale Symmetrie ist das Grundprinzip im Universum, einfach und allgemein. Und die Naturgesetze sind ja auch Beziehungssysteme. Und damit die dann auch wieder überall und zu jeder Zeit gelten, ist damit schon drin, dass sie Unendlichkeit beinhalten. Also sie beinhalten damit auch immer etwas Geheimnisvolles. Ja? Also ohne Unendlichkeit gäbe es überhaupt keine Wissenschaft. Das sollte man sich auch mal im Hinterkopf behalten. Und wir gehen einfach mal dann weiter zum nächsten Voraussetzungspaar. Das ist nämlich, dass Information und Energie letztlich das Gleiche sind. Und da will ich mal Seth Lloyd zitieren. Der ist vom MIT. Er ist an sich Physiker gewesen, ist jetzt sozusagen einer der Vorreiter in der Erschaffung von Quantencomputern. Und das ist von seinem Buch Programming the Universe, also so ungefähr, wie man das Universum programmiert. Und da drin schreibt er, der Hauptakteur in der physikalischen Geschichte des Universums ist Information. Letztlich spielen Information und Energie im Universum komplementäre Rollen. Komplementär, das ist so ein bisschen ein geschwollener Begriff, das heißt sich ergänzend. Letzten Endes ist es symmetrisch. Energie bringt Systeme dazu, Dinge zu tun. Informationen sagen ihnen, was sie zu tun haben.
Ja, dann gucken wir doch nochmal bei der lokalen Symmetrie nach. Wir haben ja vorhin festgestellt, wir haben Wieler und Anton Zeilinger zitiert und das analysiert und gesehen, dass lokale Symmetrie die Urinformation schlechthin ist. Und wir haben auch vorhin analysiert, dass diese Urinformation diesen Energiebegriff mit beinhaltet. Und das ist natürlich eine schicke Sache. Lokale Symmetrie ist das eigene Handbuch sozusagen, die Software und die Energie oder die Hardware und die Software und liefert dann auch natürlich auch noch gleich die Energie mit, was auch immer das ist. Wir haben ja hier auch was Geheimnisvolles am Werk, also die Möglichkeit in Aktion zu treten und das dann umzusetzen. Und wir sehen deshalb, weil das alles unter diesen Überbegriff lokale Symmetrie fällt, dass Information und Energie das Gleiche sind. Und da sieht man schon, wie eben lokale Symmetrie dieser einfachste Code im Universum, in der Natur ist. Und jetzt möchte ich mal weitergehen zu dieser vertikalen Linie hier und die nochmal kurz durchbesprechen. Da wird auch nochmal viel klar. Ich fange nochmal mit H an. H ist wie gesagt die kleinste konstante Energieeinheit. Und die Physiker beschreiben also so ein Quantum, so ein kleines Partikel, als einen Anregungszustand des Raums, der Raumzeit. Auf der Ebene ist man sich manchmal nicht so ganz sicher noch. Auf jeden Fall, man kann sich das wie so einen kleinen Wirbel, Energiewirbel vorstellen. So, und was ist damit? Der ist A konstant. Konstant heißt, er ist symmetrisch. Er ist, wie gesagt, die kleinste Ebene. Also wir wissen schon, es ist lokale Symmetrie. Jetzt gucken wir nochmal hier in diesen Properties, in diese Eigenschaftsräume rein. Also wir haben dieses zusammenaddiert, sein Added Up ist konstant, ist symmetrisch. Wir haben klein, das haben wir auch, prima. Dann wissen wir, das ist Energie. Energie kommt hier aus dem Eigenschaftsbereich Nummer 2. Hier haben wir die Energie, Bewegungsenergie. Und mathematisch ist das das Additional, also das Additionale. Und wir haben dieses runde Muster. Ja, das ist auch nochmal wichtig, weil da kommt nämlich dieser dritte essentielle mathematische Begriff, dieses Zusammenaddieren ins Spiel. Und das ist, weil das eine Symmetriegeschichte ist und rundum ist, ist das eben auch eine runde Sache. Auf gut Deutsch, H als solches durch das Muster, das es repräsentiert, sagt uns, wir wissen es eigentlich schon, ich bin lokale Symmetrie und ich bin eine Manifestation von Selbstbewusstsein. Ja, weil es nämlich beide Teile dieses Eigenschaftsraumes beinhaltet. Es hat das Zusammenaddiertsein, es hat das Additionale und es hat dieses Zusammenaddieren. Ja, genau. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Also wir wissen mal, das ist so ein Selbstbewusstseinswirbel. Er hat natürlich dann wieder diese beiden Ebenen. Er hat diesen Prioritätslevel von Gleichheit. Ne? Das gibt ihm die Konstanz, die Stabilität, unabhängig von Raum und Zeit. Hat aber, weil Energie mit drin ist, eben auch diesen Action-Level, die Ebene der Aktion. Und diese beiden Ebenen repräsentieren wieder das Gleichheit oder repräsentieren das Gleichheitszeichen, denn jede Ebene ist identisch, auch wenn sie sich anders darstellt, aber es ist das Gleiche, weil das alles diese Struktur beinhaltet. Also wissen wir, diese zwei Ebenen sind das Gleichheitszeichen, also das H selbst kann sich auch wie das Gleichheitszeichen sehen, aber wir wissen auch, das Gleichheitszeichen ist immer im Zentrum einer Beziehungsstruktur. Das macht das Universum aus, Beziehung. Ja, und da kommen eben dann wieder diese beiden Eigenschaftsräume ins Spiel, die wir vorhin diskutiert haben. Da dies aber immer eine Einheit ist, kann man diese mathematischen drei grundlegenden Säulen auch mal zusammennehmen. Und dann bekommt man aus dem Addiertsein, dem Additionalen und dem Zusammenaddieren die mathematische Operation Plus. Ja, wenn man das zusammennimmt, ist das das, was Plus ausmacht. Und da ist eben wieder interessant zu sehen, wie kommt denn diese Struktur von Plus
Daher plus beinhaltet natürlich wieder alles. Ja, es ist eine Ganzheitlichkeit, die da beschrieben wird in mathematischer Weise. Und die Struktur ergibt sich auch sehr schön aus der lokalen Symmetrie. Wir haben diese Gleichheitsebene und wir haben diesen Action Level. Und Action ist immer, oder Aktion ist, kommt immer aus dem Additionalen, weil das sagt, dass da was gemacht wird. Und additional heißt aber auch, ich möchte so unterschiedlich sein, wie es nur geht. Ja, und das ist, wow, der rechte Winkel. Mal gucken, ob ich es noch deutlicher machen kann. So, der rechte Winkel zeigt an, dass ich so unterschiedlich bin, wie es nur geht. Das heißt, wir drehen dann diese Gleichheitsebene in die Vertikale. Das Addieren sagt, bring das mal alles zusammen. Ja, wunderbar, das kommt in einem Punkt zusammen, in einer Lokalität, sagt es, da sind wir gleich, lokale Symmetrie. Und dann haben wir, wups, diese schöne mathematische Operation. Ja, also nochmal, H ist selbstbewusst, ist das Gleichheitszeichen, ist dieser ganze mathematische Raum, ist aber auch eine mathematische Funktion oder Operation, eine ganzheitliche. Und von dieser Plusstruktur kommt man natürlich auch sehr einfach und sehr schnell auf das Prinzip der Kreisläufigkeit, denn der Aktionslevel hier, ich habe es hier nochmal nachgezeichnet, der blaue Aktionslevel kann ja sagen, weil er hier drin mit der Gleichheitslinie verbunden ist, ich bin ja auch das Gleiche wie diese vertikale Linie. Und dann fängt dieser Level an, sich hier hochzudrehen, aber dann diese Gleichheitslinie, die vertikale, sagt, ich bin ja aber auch wieder horizontale Aktionslevel. Und dann sieht man, wie sich das ganze Ding anfängt zu drehen. Ja, das heißt, der Kreis ist ja auch die symmetrischste Struktur, die wir haben. Man kann den Kreis unendlich oft drehen und es findet keine Veränderung in der Form statt. Also man kann dann damit auch schlussfolgern, dass das Prinzip der Kreisläufigkeit ein Ausdruck von Selbstbewusstheit ist. Und das findet man ja auch in der Natur immer wieder bis in unsere Körper hinein. Das sind die Metabolismen. Also nochmal, der Wirbel hat eben diese drei Säulen zusammen addiert. Das Additionale, das ist Energie, und das zusammen addieren. Und in dem Sinn möchte ich hier nochmal den Seth Lloyd zitieren aus seinem Buch Programming the Universe. Und da sagt er, die algorithmische Wahrscheinlichkeit ist für die kurzen Programme am größten. Ja, das ist jetzt ein ganz kurzes Programm. Und weil es so kurz und einfach und klar strukturiert ist, kann das Ding ewig laufen. Also das Universum soll ja so an die, was weiß ich, 14 Milliarden Jahre alt sein. Hat bisher wahrscheinlich noch keinen nennenswerten Fehler gemacht, wird es auch wohl nicht machen. Wie kann das sein? Naja, es ist einfach und ganzheitlich. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Deshalb kurz ist klasse. Also viele schöne und komplizierte mathematische Muster können durch kurze Computerprogramme erzeugt werden. Einfache Programme gepaart mit viel Informationsverarbeitung führen zu komplexen Ergebnissen. Ja, nur wir haben hier Infinity, also Unendlichkeit, in diesem Code mit drin. Also da kann man schon mal was Komplexes produzieren, so zum Beispiel wie ein Mensch, der ja auch lokale Symmetrie sehr schön widerspiegelt. Dann sagt Seth Lloyd weiter, auch hier brauchen wir nicht weiter zu schauen als bis zu den Gesetzen der Quantenmechanik, die ständig neue Informationen in Form von Quantenfluktuationen in das Universum einspeisen. Quantenfluktuationen kommen daher, wenn wir mal sagen, dass nichts, das ist die Grundlage, ist diese Einheit hier, aber die beinhaltet mehr. Ja, was ist mehr? Mehr ist sozusagen mehr als sogar ganz konkret. Und das sind dann diese Fluktuationen, die da immer aus dem Nichts in das materielle Universum einspielen. Das ist Energie. In Energie kommt immer gequantelt, also in diesen Selbstbewusstseinswirbeln daher. Also können wir sagen, dass das materielle Universum, in dem wir uns jetzt wiederfinden, und das Immaterielle, also das Nichts, dass da eine bewusste Kommunikation ständig stattfindet. Das gilt natürlich auch für den Rest des materiellen Universums, in dem wir uns befinden. Alles baut auf Beziehungen auf. Und wir wissen daher, dass wir uns in einem Bewusstseinsraum letztendlich bewegen. Und das ist vielleicht nochmal ganz
interessant, so zum Abschluss dieser vertikalen Linie hier, die ich besprochen habe. Jetzt will ich noch zu einer horizontalen Angelegenheit kommen. Und das ist die der Berechnung. Bevor wir da kurz einsteigen, gibt es nochmal ein Zitat von Henri Poincaré aus seinem Buch The Foundations of Science, also die Grundlagen der Wissenschaft. Und darin sagt er, Wissenschaft ist mit anderen Worten ein System von Beziehungen. Es sind nur Beziehungen, die als objektiv angesehen werden können. Es ist diese Bindung, na, dieses hier, die das Objekt an sich ist. Und diese Bindung ist eine Beziehung. Das haben wir ja vorhin schon mehrfach besprochen. Das sollten wir uns nochmal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns anschauen wollen, wie denn Berechnung funktioniert. Und ich habe hier nochmal das Gleichheitszeichen aufgezeichnet. Wir wissen, es ist im Zentrum einer Beziehung. Und auf der einen Seite haben wir dieses Nummer 1 Konzept. Das ist in sich schon eine Information. Das ist sozusagen, weil es addiert ist, dieses Added Up, dieses Konzentrierte, ein Speicherzustand. Ja, und wir wissen ja auch, dass Plus diesen Teil hat, dieses Zusammenaddierte, dieses Konzentrierte. Dann hat Plus die Fähigkeit, additional, also aktiv zu sein. Das heißt, das Gleichheitszeichen oder das Plus kann dann diesen einen Speicherzustand nehmen und rübersetzen hier auf einen zweiten Speicherzustand. Und das nennen wir dann Berechnung. Das nennt man auch eine Transformation und letztendlich eine Funktion. Und ich gebe jetzt nochmal da ein paar Zitate dazu, ein bisschen Ansichten von bekannten Physikern. Das eine ist von Max Tegmark, der ist beim MIT. Er hat das Buch geschrieben, Life 3.0, also Leben 3.0. Und darin sagt er, eine Berechnung ist eine Umwandlung eines Speicherzustands in einen anderen. Eine Berechnung nimmt Information, hier diesen Zustand, Information auf, wandelt sie um und setzt das um, was Mathematiker eine Funktion nennen. Und Andreas Wagner ist ein theoretischer Biologe von der Uni Zürich. In seinem Buch Paradoxical Life, also paradoxes Leben, sagt er, die Transformation selbst ist die Berechnung. Also dieser Übergang hier von dem ersten Speicherzustand in den zweiten Speicherzustand ist die Berechnung, also die Ausführung einer mathematischen Funktion. Und ich will das auch noch mal kurz an dem H illustrieren, weil das ist die grundlegende Energiegleichung auf der kleinsten Ebene. Da wird das Ganze noch mal schön nachvollziehbar, wie sowas funktionieren kann. Also wir wissen, H kommt aus diesem Nummer 1 Eigenschaftsraum. Und weil es klein ist und lokal und konzentriert, also konstant, gebe ich dem H mal hier die Bezifferung 1. Jetzt wissen wir aber, dass H auch identisch ist mit dem Gleichheitsprinzip. Deshalb schreibe ich neben das H mal das Gleichheitsprinzip hin. Das Gleichheitsprinzip ist identisch mit der mathematischen Operation Plus und die stellt sich sehr leicht in einer Kreisbewegung dar. Okay? Das heißt, unter das Gleichheitszeichen mache ich mal diese Kreisbewegung. Das Gleichheitszeichen führt uns ja immer aus der Nummer 1 Ebene in den Nummer 2 Eigenschaftsraum und da steht dann als zentrales, als zentrale Idee die Energie. Na, deshalb habe ich dann da drüben Energie hingeschrieben und mit Nummer 2 beziffert. Und es ist nun wirklich so, dass auf der kleinsten Ebene der Begriff der Energie so definiert wird, mit H, also Energie ist gleich, Gleichheitszeichen ist das H, H mal seine Frequenz. Und Frequenz ist dieses Kreislaufprinzip. Ja, also wir können praktisch sehen, wie das H sich selbst definiert mit einem, mit dem zentralen Begriff aus dem Nummer 2 Eigenschaftsraum. Und nur so mal kurz als Hinweis, dieses Kreislaufprinzip, das kann man dann auch so verstehen, dass ich das über die Unendlichkeit, man kann hier noch eine dritte Dimension hinzufügen, über diese drei mathematischen Teile, das H ist das, alles drei, kann sich dieses Kreislaufmuster wie so ein Korkenzieher, Struktur sieht es dann aus, unendlich ausdehnen.
im Moment. Und dann hat man so ein Wellenmuster aus der Quantenmechanik, das nochmal so am Rande. Und es ist ja auch ganz, ganz spannend, dass Einstein seinen Nobelpreis gerade dafür bekommen hat, dass er gesagt hat, das Quantum und die Welle sind eins. Nicht? Damit hat er uns praktisch wieder vorgegeben, er hat auf der großen Ebene das mit der Gravitation alles hingekriegt, die ja dann gezeigt hat, dass die Naturgesetze, die lokalen überall und immer gleich sind. Damit war klar, lokale Symmetrie ist zentral. Er hat es aber auch auf der kleinen Ebene nochmal erkannt und gesagt, da ist eine symmetrische Konfiguration gegeben und damit wissen wir auch, dass wir im Bewusstsein unterwegs sind. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über dieses Prinzip des Berechnens, über Computation auf Englisch gesprochen. Ich möchte aber ganz klar nochmal sagen, dass dieses Prinzip der lokalen Symmetrie eben den Unendlichkeitsterm beinhaltet. Also da gibt es immer etwas, das ist eben nicht berechenbar. Und das sagt auch der bekannte Physiker Roger Penrose, Sir Roger Penrose sogar, auch Nobelpreisträger. Also da ist richtig was los bei ihm. Und in seinem Buch The Emperor's New Mind, ja, wie soll man das übersetzen, der neue Geist des Kaisers vielleicht, da sagt er auf jeden Fall, mathematisches Verständnis enthält Elemente, die über rein rechnerische Vorgänge hinausgehen. Und das ist ja durchaus ein Problem unserer Zeit, weil unsere Computer immer schneller werden und besser, für viele auch komplizierter. Auf jeden Fall, viele Menschen meinen, man könnte alles berechnen und damit auch alles kontrollieren. Und das ist eben genau nicht möglich, weil Mathematik selbst ein Mysterium, etwas Geheimnisvolles beinhaltet. Ja, und wenn man eben anfängt, die Dinge maximal kontrollieren zu wollen, dann verengt man das ganze System in einer Art und Weise, dass dann kein vernünftiger Dialog mehr stattfinden kann. Und das ist höchst problematisch, würde ich mal sagen. Und man sollte sich deshalb auch immer wieder bewusst machen, dass es eben wichtig ist, dass es wichtig ist, dieses Prinzip aufrechtzuerhalten und nicht irgendwie künstlich zu versuchen zu dominieren. Das ist ja überhaupt so ein bisschen das Problem mit der Wissenschaft, dass man ursprünglich dachte, man könnte die Natur damit dominieren, aber Wissenschaft, wie wir ja vorhin erfahren haben, braucht diesen Unendlichkeitsterm, um überhaupt da sein zu können. Also man sollte mit sich und mit der Natur und mit allem daher auch etwas respektvoll umgehen und immer auch diesen Dialog suchen. Und weil das ein Ganzheitssystem ist, sollte man auch verstehen, das wissen wir aus der Epigenetik, dass eine positive, also ganzheitliche, systematische Umwelt zu bevorzugen ist, weil dann das Dialogprinzip besser umsetzbar ist. So, wunderbar, habe ich euch alles gesagt. Ja, jetzt wollen wir noch mal kurz zusammenfassen. Ich habe viel darüber gesprochen, dass die lokale Symmetrie ist der kürzeste Code der Natur. Es ist Information und es ist Bewusstsein. Und das hat nicht nur, oder habe jetzt nicht nur ich so gesehen, sondern auch eben Max Planck, der ja das H entdeckt hat, diese kleinste konstante Energieeinheit. Und er hat 1931 in einem Interview in The Observer hat er Folgendes gesagt. Ich betrachte Bewusstsein als grundlegend. Ich betrachte Materie als eine Ableitung des Bewusstseins. Wir können nicht hinter das Bewusstsein gelangen. Alles, worüber wir reden, alles, was wir für existierend halten, setzt Bewusstsein voraus. Und ich glaube, wir können jetzt sehr gut verstehen, warum das so ist. Und auch Einstein hat sich in diese Richtung geäußert. Das ist aus seinem Brief an Phyllis von 1936. Da sagt er zu ihr, das ist ein junges Mädchen, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, ist davon überzeugt, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist. Und das können wir nochmal sehr gut nachvollziehen, denn die lokale Symmetrie, also das Grundbewusstsein, hat eben die Unendlichkeit, mit der sie arbeiten kann. Also Unendlichkeit ist halt eben dem kleinen Menschen
Geist, der natürlich sich da einklinken kann, aber trotzdem automatisch immer weit überlegen. Und das sollte man einfach auch mal im Hinterkopf behalten. Ja, dann hat Einstein sich noch überlegt oder uns auch noch mal klar gemacht, warum macht das Sinn, dass wir uns damit beschäftigen? In seinem Buch Ideas and Opinions, also Ideen und Meinungen, hat er gesagt, warum ist es notwendig, die grundlegenden Ideen des Denkens in der Naturwissenschaft aus den olympischen Bereichen Platons herauszuholen und zu versuchen, ihre irdische Abstammung aufzudecken? Antwort: Um diese Ideen von ihrem Tabu zu befreien und so eine größere Freiheit bei der Ideen- und Konzeptbildung zu erreichen. Ne? Also nochmal, wir wissen ja, es gibt diese Ebene der Gleichheit, die ist raum- und zeitunabhängig. Und die Ideen, die ich hier jetzt aufgezeigt habe, die befinden sich natürlich dann auch auf dieser raum- und zeitlosen Ebene. Und über die Wissenschaft unter anderem kann man sich eine bessere Vorstellung, einen besseren Zugang dazu verschaffen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Was sind die Begriffe und wie sind die zueinander angeordnet und wie funktioniert das System, sodass wir sind Teil der Natur, dann auch in einen besseren und konstruktiveren Dialog treten können mit dem Ganzheitssystem. Das ist die Grundfreiheit, von der Einstein hier spricht. Und es war ihm ja auch immer wichtig, er hat sich gern mit dem Prinzipiellen beschäftigt, um Begriffe zu finden, die Natur beschreiben. Und er hat es natürlich ganz wunderbar gemeistert, wie wir jetzt sehen können. Es ist wahnsinnig spannend, wenn man sich zum Schluss nochmal bewusst macht, Einstein hat schon als Kind, als 12-jähriger Junge, die Eingebung gehabt, dass die Natur eine mathematische Struktur ist. Er hat das dem Highschool Reporter, ich lasse jetzt mal so Henry Rousseau, gesagt. Und zwar, als ich als 12-jähriger Junge mit der elementaren Mathematik Bekanntschaft machte, kam ich immer mehr zu der Überzeugung, dass sogar die Natur als relativ einfache mathematische Struktur verstanden werden kann. Ja, er hat das schon geahnt. Dann später, als er anfing, wissenschaftlich zu arbeiten, war sozusagen sein Guiding Star, sein Nordstern, die lokale Symmetrie. Das kommt aus der Zeit bis zurück zu Galileo, also der die moderne Wissenschaft eingeleitet hat. Und dann zum Schluss war eben seine zentrale revolutionäre Erkenntnis, dass lokale Symmetrie tatsächlich die grundlegende Information in der Natur ist. Und er hat da in seinem Vortrag 1933 zur Methodik der theoretischen Physik Folgendes gesagt. Nach unserer bisherigen Erfahrung sind wir nämlich zu dem Vertrauen berechtigt, dass die Natur die Realisierung des mathematisch denkbar einfachsten ist. Ne? Das ist eigentlich nochmal das wunderbar auf den Punkt gebracht. Und er spricht dann eben auch davon, dass man das mathematisch analysieren kann und man dann zu diesem Einheitsverständnis kommt. Es schließt sozusagen den Kreis zurück zu dem, was Ledermann und Hill gesagt haben, dass es wirklich notwendig ist, dass sich jeder damit beschäftigt, weil unsere Zukunft davon abhängt. Und ich hoffe, dass der Vortrag interessant war. Ihr könnt euch immer meinen Kanal abonnieren und, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, diese Glocke da aktivieren. Ist unheimlich spaßig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.